Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudia und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit dir zusammen gerne in den Trended Up Adventskalender von DM hineinschauen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 27,95 kostet der, was eigentlich preislich relativ niedrig ist, wenn man sich die ganzen anderen Adventskalender so anschaut, die auf dem Markt sind. Trended Up ist eine Beauty-Marke, die vor allem dekorative Kosmetik anbietet. Deswegen erwarte ich hier auch einen am liebsten Full-Face-Adventskalender, aber ich glaube, ich werde ihn nicht kriegen. Letztes Jahr ging der ziemlich ab, der war echt gut, aber wir schauen jetzt einfach mal, was wir 2023 drin finden werden. Von innen haben wir eine weihnachtliche Dekorationsgeschichte, Let It Glow, sehr simpel gehalten, aber trotzdem finde ich den sehr schick. Das erste Kläppchen ließ sich ganz gut öffnen. Hier habe ich drin Lip Volumizer, ein Plumping Gloss mit Chili und Hyaluron. Leider nichts für mich. Ich mag nicht so gern Chili, also auf den Lippen drauf haben. Und da sind 5 ml drin, 005 ist die Farbe. Hier weiß ich jetzt leider nicht. Ich denke, das wird halt auch so ein Gloss sein, der so einen leichten Rot-Touch mit drin hat. Würde ich mir jetzt einfach mal hier drunter vorstellen. Wie gesagt, einfach nur 005 ist die Farbe. Ich habe Angst vor Chili auf den Lippen. Wie seht ihr das? Ich mag lieber was Kühleres oder Mentholiges. Das ist mehr so meins und Chili ist mir einfach zu viel. Die Nummer 2 möchte mir definitiv ein bisschen Futter für meinen Monolidschatten-Adventskalender liefern, den ich dieses Jahr natürlich auch wieder verlosen werde. Hier haben wir nämlich einen Xmas Eyeshadow drin enthalten. Ein bisschen schade ist wirklich, dass hier keine Mengenangabe draufsteht. Ich muss mal schauen, wie wir das dann ausrechnen können. Aber auf jeden Fall eine wunderschöne Farbe, die man auch gerne mono trägt, ne, wo man gar nicht so super viel weiteres noch für braucht. Ein schöner Rosé-Ton mag ich auf jeden Fall gerne leiden. Aua, auch wenn ich keine Monos verwende, aber als Ton an und für sich. Schön in der Nummer. Die Nummer 3 ist selbstverständlich auch mit dabei. Pro Matte Long Lasting Compact Powder hält bis zu 12 Stunden. Eine Full Size mit 9 Gramm. Finde ich großartig. Also hier ein Puder drin zu haben, mag ich gerne leiden. Hoffentlich machen die das nicht wie letztes Jahr. Da hatten wir, glaube ich, 2 oder sogar 3 Puder in dem Adventskalender. Aber eins finde ich definitiv gut. Auch wenn es matt nicht so ganz meine Welt, aber trotzdem finde ich es gut, dass wir ein Puder drin haben. Und so schaut das aus. Ich glaube auch, dass es eine relativ universelle Farbe sein wird. Ne? 015 steht hier hinten drauf. Schöne Sache. Hier haben wir die Nummer 4. Einer von den sehr, sehr guten Liplinern befindet sich hier nämlich drin. 474 ist die Farbbezeichnung und das ist so ein Rosenholzton. Sieht sehr, sehr schön aus und kann man sicherlich dann auch mit dazu passenden Lippenprodukten kombinieren oder auch solo tragen. Also diese Contour-and-Glide-Lipliner sind wirklich toll von Trended Up. Ja, passend dazu haben wir jetzt in der Nummer 5 auch ein Ultramatt Lipstick. Das ist dieser hier. Und der wird farblich doch sehr ähnlich dazu passend aussehen, wa? 470 ist die Farbbezeichnung und ja, ein mattes Lippenprodukt, was schon ganz gut zu dem Lipliner passt. Da hat auf jeden Fall jemand mitgedacht. Das finde ich super, auch wenn ich matte Lippenprodukte nicht ganz so feiere. Das hätte ich jetzt nicht zu Nikolaus erwartet. Xmas Overnight Face Mask mit Aloe Vera und Shea Butter. 10 ml sind hier drin. Also hier hätte ich irgendwie etwas wirklich Schminkmäßiges erwartet in einem Schmink-Adventskalender. Aber es ist ja auch nicht nur Schminke. Jedenfalls steht es nicht drauf, dass es nur Schminke ist, ne? Nein, finde ich aber irgendwie auch ganz nett. Ich wusste tatsächlich nicht, dass es sowas bei Trended Up im Sortiment gibt. Es ist im weihnachtlichen Design, es ist schon süß, ne? Aber eine Gesichtsmaske, die hätte ich nicht in der 6 erwartet, nein. Ja, hier habe ich jetzt ein Nagelprodukt und ich habe mich auch schon gefragt, zu der Nummer 7, wo sind denn die ganzen Nagelprodukte geblieben? Denn vor 2 Jahren oder 3 Jahren haben die ein bisschen eskaliert mit ihren Nagellacken. Dazzling Effect Top Coat, das scheint auch dieses Jahr so ein Ding zu sein mit 11 Millilitern. Das habe ich schon in manchen Adventskalendern gesehen, ne? Ganz, ganz feiner Schimmer ist das nur. Also wirklich wie, keine Ahnung, wie Staub. Wie Glitzerstaub und nicht wie grober Glitzer, was ich sehr schön finde. Habe ich auch schon ein paar Mal dann verwendet und muss sagen, das kannst du auch auf jeden möglichen Nagellack dann drauf toppen. Mag ich gerne leiden. Tolles Produkt. Ja, die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und hier ist halt die obligatorische Nagelfeile drin. Das ist so eine kleine, die schaut so aus, ist auf der einen Seite so rosa mit feinen Körnchen und hier hinten dann so glitzernd mit gröberen Körnchen. Ja, in dem Preissegment habe ich auch damit gerechnet, dass wir eine Nagelfeile finden werden. Ui, in der Nummer 9 dürfen wir uns über Nagelsticker freuen. Passt weihnachtlich definitiv. 44 Sticker sind hier auf diesem Stickerbogen enthalten, ne? Ja, ist ganz süß, verwende ich mittlerweile nicht mehr so gerne, halten bei mir auch nicht so gut, weil ich so runde Nägel habe, ne? Aber süß ist es auf jeden Fall. Aber zwei Füllprodukte hintereinander ist irgendwie blöd.
Auch in der Nummer 10 darf es mit einem Nagelprodukt weitergehen. Ich scheine seit ein paar Kläppchen so eine Nagelquelle gefunden zu haben. Double Volume and Shine Nail Polish. Ich mag die Trended Up Nagellacke gerne in der Farbe 180. 11 ml sind hier drin. Schönes Weihnachtsrot. Ist passend für einen Adventskalender, auch wenn ich denke, dass mittlerweile relativ viele ja auch so einen roten Nagellack klassischerweise irgendwie auch zu Hause haben. Aber es passt halt in einen Adventskalender. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, enthält unseren zweiten Monolidschatten. Das ist so ein Goldton. Und auch hier steht leider nicht drauf, welche Größe das, welche Gewichtsgeschichte das ist. Ne? Also das passt richtig gut in den Adventskalender, weil ja so ein Goldschimmerton auf dem Lid, ne, vielleicht mit ein bisschen Bronzer oder mit halt noch einem anderen Monolidschatten zusammen kombiniert, macht schon was her und ist dann auch direkt festlich. Zur Halbzeit bekommen wir einen Pinsel. Xmas Eyeshadow Brush. Also ich finde es ziemlich cool, dass Trended Up sich da tatsächlich auch so ein bisschen an Essence orientiert hat. Also die haben ja so ein paar Produkte auch wirklich mit weihnachtlichem Design und auch diese Verpackung und so. Und ja, das ist hübsch. Das ist auch so ein Shader-Pinsel. Damit würde ich jetzt keine Schimmertöne auftragen, sondern tatsächlich eher matte Töne in der Lidfalte. Aber sieht solide aus. Ich glaube, ich habe noch gar keinen Pinsel von Trended Up. Und das ist auch sehr, sehr hübsch mit diesen Glitzersteinchen drin. Am 13. Dezember geht die Nagelreihe weiter. Yay. UV Power Gel Nail Polish in der Farbe 140. Ein Spezial UV Nagellack mit 11 Millilitern. Ich weiß gar nicht, wisst ihr, ob man diesen Nagellack dann auch verwenden kann ohne UV-Lampe? Also einfach so drauf machen und so in die Sonne halten gefühlt, ich weiß es nicht, weil ansonsten wäre das ja wirklich sehr, sehr speziell. Den Ton mag ich übrigens richtig gerne leiden, dieses Pflaume, ne, ist schon schön. Einen klassisch roten Lip Liner bekommen wir am 14. Dezember in der Farbe 478, ist das einfach ein Kontoentgleit Lip Liner. Und dieses Weihnachtsrot finde ich beautiful. Das ist echt sehr, sehr schön und auch sehr passend für den Adventskalender. Und wer hätte was anderes erwartet? Am 15. Dezember erwartet uns direkt schon ein Color Protect Lip Stylo in der Farbe 025. Wahrscheinlich relativ passend zu dem Lip Liner, den wir hatten. Das hier sieht jetzt ein bisschen dunkler tatsächlich aus. Ist einer so zum Hochdrehen. Da muss man, glaube ich, aufpassen, wenn man den nicht wieder runterkriegt oder so. Irgendwas habe ich, glaube ich, mal gehört. Ja, schönes Weihnachtsrot, relativ Weihnachtsrot. Ist, glaube ich, ein bisschen dunkler als Weihnachtsrot, aber passend. Und um die Reihe fortzuführen, haben wir hier am 16. Dezember auch noch den Xmas Lip Balm mit Shea Butter, der auch so ein bisschen rötlich eingefärbt ist, aber natürlich die Lippen nicht ganz so tinten wird, wie das ein Lippenprodukt an und für sich macht. Oh mein Gott, ist das ein Herz. Oh, ist das süß. Das finde ich schön. Also wenn das also wirklich schön, oder? Mensch, Mensch. Das mag ich gerne leiden. Und halt auch noch das Design von dem Adventskalender, auch wenn er sich relativ klapprig anfühlt, aber es ist nicht schlimm. Trended Up ist ja keine super High-End-Marke oder so. Eine Woche vor Heiligabend bekommen wir den Super Strong Nail Hardener. 11 ml haben wir hier drin, also ein bisschen nagelhärter. Ich denke, dass man den halt auch super als Base Coat verwenden kann, ne? Doch, doch, aber schon sehr viele Nagelprodukte. Also das ist jetzt das vierte, das reicht. Also drei ist okay. Das hier sehe ich dann vielleicht noch so ein bisschen als Pflege, ne? Aber mehr Nagelprodukte sollte es nicht geben und Lippenprodukte haben wir eigentlich auch echt genug. Am 18. Dezember haben wir Body-Tattoos drin. Ja, sehe ich mich jetzt Weihnachten nicht so verwenden, muss ich gestehen, weil, also man zeigt jetzt auch nicht so viel Haut. Also wo soll ich die denn hinmachen? Merry Christmas. Keine Ahnung, auf der Stirn ja auch wohl nicht, ne? Auf den Arm auch irgendwie nicht. Also irgendwie, das hat für mich jetzt für Weihnachten nicht so viel Sinn. Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Nagelsticker kann ich noch verstehen. Body-Tattoo finde ich jetzt ein bisschen... Nee, passt nicht. Am 19. Dezember, habe ich schon gesagt, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, haben wir einen Contour & Glide Kajal in Waterproof. Das ist die Farbe 042. Ich glaube, das ist ernsthaft ein Silber. Das ist ja witzig. Also quasi, ja, Kajal kannst du in der Wasserlinie verwenden und damit kann man wirklich einen Look auf eine ganz andere Ebene bringen. In Silber habe ich auch noch nicht gehabt. Den feiere ich. Ich glaube, den werde ich mal ausprobieren. Sehr, sehr weich. Sehr, sehr weich. Ja, hier geht es gerade ab. Tatütata und mein Handy klingelt und so weiter, ne? Wirklich schön. Mag ich. Cool. Am 20. Dezember erwartet uns unser zweiter Pinsel. Ja, das ist ein Lippenpinsel. Sowas kann man verwenden, wenn man einfach ein bisschen präziser seine Lippenkontur nachzeichnen möchte oder halt den Lippenstift etwas präziser auftragen möchte oder was man halt auch machen kann für einen Innenwinkel. Ne? Nehme ich solche Pinsel auch immer super gerne. Ja, auch wieder dieses wunderschöne Design mit diesen Glitzersteinchen. Das ist schon schick. Also die Pinsel finde ich sehr, sehr cool und feiere die. Ja.
Auch wenn ich die Farbe wirklich geil finde, frage ich mich nach wie vor, ob ich diese UV-Nagellacke überhaupt tragen kann. Und noch ein Nagelprodukt, Mensch. Das ist die Farbe 161. Ein schöner Beereton, der so ein bisschen ins Pinke geht, ne? Hübsch, aber halt noch ein Nagelprodukt. Und nochmal dieses Fragezeichen mit dem UV-Gedönsen. Die Nummer 22 enthält auch ein Kajal. Da ist jetzt ein bisschen weniger drin. Auch hier steht natürlich nicht drauf, wie viel dann hier drin ist. Na toll. Ist aus dieser, ja, Trend It Up Edition. Und was mir jetzt gerade auch auffällt, bei manchen Produkten haben wir das alte Logo, bei manchen haben wir das neue Logo. Und hier haben wir so einen kupferfarbenen Kajal. Das ist aber einer zum Anspitzen, die mag ich persönlich nicht ganz so gerne, weil ich immer so ein bisschen Schiss tatsächlich auch habe, mit Holz an meinem Auge zu hantieren. Nicht, dass da irgendwas splittert oder so, ne? Aber an und für sich ist es eine schöne Sache, weil der auch so ein Stück weit mehr für mich persönlich Richtung Hautfarbe geht. Und dann hast du halt auf der Wasserlinie einfach nur ein bisschen Schimmer. Das ist nicht so auffällig wie jetzt dieses Silber, aber manchmal, ganz offensichtlich, mag ich sie auch auffällig. Die 23 und 24 sind alle beide echt riesig. Und hier haben wir etwas drin, was ich glaube, hatten wir das nicht so ähnlich in dem Isana oder in dem Valer Adventskalender letztes Jahr? Keine Frage, super praktisch. Das ist halt so ein Haarband mit Öhrchen, liebe ich. Ja, genau. Halt hier flexibel, ne? Das kannst du machen, wenn du dir eine Maske aufträgst, zum Beispiel die aus der Nummer 6, wobei das ist Overnight gewesen, ne? Ja, egal. Wenn du eine Maske aufträgst oder wenn du dich abschminkst oder so, oder wenn man sich schminkt, und das ist eigentlich ganz süß. Doch, mag ich gerne leiden, finde ich ganz cool und auf jeden Fall ein praktisches Produkt. Und auch passend zu diesem Thema Schminken, Pflegen, wobei ja Schminken, das passt schon, ne? Ja, ja, das ist gut. Jetzt gucke ich mir mal die 24 an, Heiligabend. Schönes Produkt, aber für mich jetzt keine 24 wert. Nee, eine Mascara wäre doch geil gewesen. Egal, gleich kommt hier Fazit. X-Miss Under Eye Patches mit Gurkenextrakt und Hyaluronsäure. Ja, das sind Under Eye Patches. Ich mag sowas gerne, ne? Augenpatches, läuft, finde ich immer klasse. Jetzt im Hochsommer bei 30 Grad auf jeden Fall gerne aus dem Kühlschrank. Ja, aber in einem Trended Up Adventskalender, das sind da 24... Och man. Also der Adventskalender sieht auch im geöffneten Zustand echt so weit so gut aus. Ne? Also da ist jetzt nicht irgendwie groß, doch ein paar Zerstörungen habe ich hier gemacht. Aber an und für sich ist das auch nach wie vor dann, also während der Adventszeit dann auch ein schönes, ansehnliches Gedönsen. Den Inhalt feiere ich jetzt nicht so ultra, aber wir haben hier coole Produkte drin. Und ja, es ist ein sehr, sehr günstiger Adventskalender, ne? 27,95. Da haben die halt echt viel, was Nagel und Lippen angeht, reingehauen. Und schon relativ viele Füllprodukte. Die 24 ist sehr, sehr enttäuschend. Da hätten die mindestens 23 und 24 tauschen müssen, meiner Meinung nach. Ich feiere diesen silbernen Kajal, den finde ich wirklich cool. Ich finde es schön, dass wir halt diese Klassiker drin haben, wie jetzt halt zum Beispiel die roten Lippen, die roten Nägel. Ich finde es interessant, dass wir hier Monolidschatten drin haben. Das Puder finde ich cool. Das scheint auch aus der neuen Trended Up-Reihe zu sein, mit dem neuen Logo drauf. Aber es haut mich echt nicht von der Socken, muss ich sagen, ne? Ja, weiß ich nicht. Was meint ihr? Ist das jetzt ein Adventskalender, wo man sagt, ach Mensch, den wünsche ich mir? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Aber das wäre jetzt für mich jetzt nicht der Adventskalender, der bei mir auf der Wishlist relativ weit oben stünde, ne? Nö. Also, der ist halt da. Ja, ich glaube, das ist das Fazit. Er ist halt da. Ihr Lieben, das wäre es von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.